Willkommen zu unserem E-Learning-Programm Kapitel Armaturen. Unter dem Begriff Armaturen fällt im Wesentlichen alles, was man so ablesen kann. Früher sehr gerne Gummi ummantelt. Unter dem Gummischutz sammelt sich sehr gerne Schmutz an. Im Besonderen, da die Taucher sehr selten bei der Pflege und Wartung ihrer Atemregler das Finimeter mit einbeziehen. Im Besonderen durch das technische Tauchen finden sich immer häufiger Finimeter ohne Gummierung. Ob mit oder ohne Gummierung ist eher eine Frage des Geschmacks. Was muss ein Finimeter können? Das sollte ein Finimeter können. Übersichtliches Leuchtziffernblatt, besondere Markierung für den Reservedruckbereich, sprich 50 Bar, bruchsicheres Glas, eine Drosseldrüse am Hochdruckschlauch und natürlich eine CE-Kennzeichnung. Der Kompass. Bei normalen Tauchgängen braucht man ihn relativ selten, aber wenn, dann ist man sehr, sehr froh, dass man ihn hat. Auch hier gibt es viele Spielarten in der Tauchsportindustrie. Aber das sollte dein Kompass können. Er sollte eine Skala von 360 Grad haben, unempfindlich gegen leichtes Verkanten. Das ist beim Tauchen besonders wichtig, da wir den Kompass sehr selten absolut gerade halten. Einen drehbaren Außenring, eine Peilvorrichtung und eine Befestigung frei mit Vorhaltemöglichkeiten. Ein Relikt aus alten Zeiten, der Tiefenmesser. Um es kurz zu fassen, eigentlich benötigt man den Tiefenmesser heute gar nicht mehr. Manchmal argumentieren Taucher, wenn sie einen Tiefenmesser bei sich führen oder einen zweiten Tauchcomputer, dieses sei zum Backup, falls ein Gerät mal ausfällt. Nun, für diesen Fall haben wir Sporttaucher stets einen Tauchpartner dabei. Solltest du einen kaufen wollen, dann sollte er Folgendes können. Gut ablesbarer, weit gespreizter Bereich im Bereich bis 15 Meter. Gute Genauigkeit, Leuchtziffernblatt. Er sollte einen Schleppzeiger haben, natürlich ein verstellbares Armband und zu Zeiten der EU natürlich ein CE-Zeichen. Ein ebensolches Relikt aus alten Zeiten ist die Taucheruhr. Jedoch nach wie vor ein beliebtes Utensil, um sich zu outen, dass man Taucher ist. Seit einigen Jahren befinden sich Uhren auf dem Markt, die Leuchtröhrchen verbaut haben und dadurch wundervoll ablesbar sind. Hast du eine gefunden, die dir gefällt, sollte sie dieses können. Natürlich druckfest sein, der Einstellring muss unbedingt nur gegen den Uhrzeigersinn verdrehbar sein. Leuchtziffernblatt gut erkennbar, kratzfestes Glas, verstellbares Armband, das auch über den Neoprenanzug gegebenenfalls getragen werden kann. Der Tauchcomputer. Hier handelt es sich um ein Konsolengerät. Das Konsolengerät ist fest mit der ersten Stufe verbaut, ist aber somit immer gut ablesbar und man weiß, wo man es findet. Als nächstes ein Klassiker von den mobilen Geräten. Der Computer wird wie eine Uhr am Handgelenk getragen. Um das Thema Dekompressionsberechnung abzurunden, hier noch die klassische Tabelle. Auch wenn die klassische Tabelle so gut wie nicht mehr zum Einsatz kommt, ist es unbedingt zu empfehlen, die Verwendung der Tabelle zu beherrschen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bei Fragen und Anregungen sprecht uns an oder schickt eine Mail unter ausbildung@wasserwelt.de.